waren noch gerade noch in der Dreiergruppe. Und jetzt auf einmal ist der Erste so ganz alleine halt. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 5 auf dem PC Folge 43. Wir machen jetzt hier mal kurzes Upgrade von dem Ferrari. Ich wollte eigentlich allerdings nur die Farbe ändern. Der Motor lässt sich tatsächlich sogar auch noch geringfügig mehr Power rausholen, aber das macht das Auto zu einem X. Ich würde es eigentlich ganz gerne so lassen, weil ja, hier sind natürlich schon gute Reifen drauf, dementsprechend. Nö. Da mache ich nichts. Das klingt auch genau so, wie es soll. Wo kann ich denn hier... Ach, da. Ja. Nee, ich möchte... eigentlich nichts machen. Ich wollte eigentlich... Wo gibt's denn hier... Die... ja, was gibt's denn hier... Ich will doch einfach nur eine Standardlackierung. Aha. Hä? Was war denn das? Ah ja, wunderbar. Das ist toll. Das Spiel reagiert nicht mehr. Ey, heute klappt nichts, ne? Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Was ist denn mit diesem PC los? Ja, danke. Danke dir, Digga. Für gar nichts. Wieso nervt mich diese Scheißtechnik immer nur? Warum nervt sie mich nur? Immer an der Tagen, wo ich keine Zeit und keinen Bock habe auf den Mist. Die Gruppe oder Ressourcen haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. Was auch immer das für eine Meldung ist. Also Microsoft Games sind von der Oberfläche, von der Engine her eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Wer erfindet den Scheiß? Was kommt da jetzt? Ja, Gaming Service. Aktualisierung wurde abgeschlossen, Alter. Wirklich. Toll. Hä? Na. Jetzt tut sich gar nichts mehr. Ich kann das Spiel nicht mehr starten. Ich kann gar nichts mehr starten. Nicht mal Outlook. Ah, okay, reagiert gar nichts. Der Rechner ist abgeschmiert. Also es bewegt sich alles, aber der Rechner ist abgeschmiert. Ja, okay, gut. Dann machen wir Pause. Ich muss neu starten. Dann geht's gleich weiter. Ja, yeah, wunderbar. Da sind wir doch wieder hier. Und hoffentlich jetzt mal, bitte. Ja gut, Hersteller gibt's nur das. Wir könnten natürlich ein schönes Schwarz. So ein bisschen... Okay, ja, hat mich schon überzeugt, würde ich sagen. Nee. Man kann sogar das hier so anpassen. Bei so ein Ferrari. Aber warte mal, jetzt muss ich doch mal ganz kurz. Weil eigentlich ein Ferrari. Ich meine, zu dem Auto wahrscheinlich nicht so passend, aber. Bisschen dunkleres Rot. Oh. Boah. So oder so. Ich würde sogar so nehmen. Oh, Alter, komm. Nehmen wir. Ferrari Rot. Ab geht's. Dann fahren wir mal ein, zwei Rennchen jetzt. Wenn das Spiel mitmacht. Ja, das hat doch gerade meinen ganzen Rechner abgeschossen. Durfte ich neu starten. Danke. Auf jeden Fall dafür auch. Also. An Tagen, wo ich keine Energie und keinen Bock habe, Alter, wirklich. Ich bin heute einfach nur am Arsch.
Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe... ja. Merkbar, ne? Aber ich gebe mein Bestes, so. Haben wir denn hier noch was? Was ist denn damit? Das habe ich nicht abgeschlossen oder... Ne, hab's nur nicht gewonnen. Na gut. Ich habe leider hier in der Nähe nichts. Ich muss schon nach rechts gehen. Da sollten doch jetzt noch ein paar da sein. Oder haben wir jetzt hier schon alles durch? Das würde mich ja wundern. Aber da oben hätten wir noch nur eins? Bisschen wenig, oder? Also irgendwie. Das hatten wir ja alles schon hier. Tja. Ja, geil. Ja, ich will mal hier runterfahren. Dann gehe ich mal hier schnell Reise hin. Dann fahren wir zumindest ein bisschen mit unserem roten Renner. Ein bisschen im Nassen. Das ist jetzt nicht so die geilste Idee, aber mein Gott, dieser Wagen sieht geil aus. Dass er hier rumfährt mit 320 und sich so denkt, ah, holt mein Bier, Alter. Now I'm coming. Topspeedy sagt. Könnte mehr sein. Aber naja. Vielleicht machen wir dann doch mal ein bisschen Motor-Tuning noch. Aber dann sind wir halt X-Klasse und X-Klasse hat dann halt wieder nochmal andere Gegner. Ist das Problem. Straßenszene rennen, aber ich wollte jetzt erstmal runden, weil da ist der ja sehr gut. Diesen Driften kann er auch, also. Da habe ich doch die Tafel erspäht. Als ob ich hier nicht durch kann. Ja, schon haben wir es wieder ein bisschen billiger gemacht für uns hier zu reisen. Also, die rasante Rundstrecke schlängelt sich um den Außenposten von Horizon Rush an der Spitze des Copper Canyon, bevor sie in eine sehr technische Abwärtspassage mündet, die zu einer weiteren Runde anspornt. Gehen wir rein. Fahren wir den einfach nochmal. Alles gut. Ah. Technik. Ein wahrer Traum. Egal. So, auf geht's. Jetzt geht's. Auf geht's. Bergauf der Start, nicht gut. Ein bisschen nass hier noch. Ultima. Okay, er ist Fünfter. Boah, kommen wir gar nicht ran.
Ja! Junge, macht mir mein Kurvending hier kaputt, Alter. Vierter gerade mal. Das wird jetzt, Wir waren noch gerade noch in der Dreiergruppe. Und jetzt auf einmal ist der Erste so ganz alleine halt. Ja, wird nichts mehr. Hat da aber jetzt am Ende nochmal ganz schön davon gezogen, Alter. Krass. Gut, müssen wir mal gucken, wer das da war. Der war ganz schön flott unterwegs. Ein Apollo, intenser Emotionen, natürlich. Was denn sonst? Der ist ja auch nicht schlicht für solche Rennen geeignet. So, in der Nähe war ja, habe ich auch noch eine gesehene Straßenszene. Was sagt unser Lieblingssuperstar über den eigenen Namen in Leuchtschrift? Bin sprachlos. Witzig, du redest mehr als alle anderen Horizon-Fahrer, die ich kenne. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Ich glaube, du hast es geschafft. Komm besser gleich her. Du bist in der Ruhmeshalle. Kehre zurück, um die Ruhmeshalle freizuschalten. Ja, okay, weißt du, dann machen wir doch eigentlich das. Und fahren wir hin, dann fahren wir ein bisschen, dann ist es okay. Das heißt, da können wir auch den Königsegg uns besorgen und so weiter. Und dann geht's hier auch mal ein bisschen mehr voran. Das war dann schon mal ganz gut. Ich habe hier auch noch ein Geschenk, sehe ich. Nichts, was ich jetzt hier irgendwie gelohnt habe. Oh, und sieh dir mein neuestes Meisterwerk an. Auszeichnungen exklusiv für die Ruhmeshalle. Herausforderungen nur für dich. Gern geschehen. Rechts abbiegen. So, 12 Kilometerchen fahren wir, dann ist gut. Ich wollte jetzt eigentlich noch dieses Rennen machen. Machen wir auch, komm. Machen wir noch und dann gehen wir Schnellreise hin oder so, egal. Okay, so. Nachdem du die Hügel rund um Guanajuato erklommen hast, geht es auf einer steilen Steigung in Richtung Küste. Also stelle sicher, dass dein Auto auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist. Semi. So ein bisschen semi. Aber jetzt machen wir schon wieder weg mit der Kurvenlage. Wahnsinn. Und der rote Renner hier, ey. Guck dir den an. So gefällt er mir auch schon viel besser. Der FXXK ist ja auch rot. Also, warum sollte der weiß sein? Den will ich genauso in schönem Ferrari-Rot haben. Genauso will ich das sehen. Gefällt mir richtig gut. Was mir nicht gut gefällt, ist, wie wir hier wegkommen immer. Geht's natürlich nach rechts. Jo, Alter. Ausbeschleunigt. Ja. Ich war doch schon an dir vorbei. Und ihr blockt mich doch nicht doppelt. Dreifach, Alter. Verpiss dich. Yo, wie er vorbeizischt. Ist ja Wahnsinn.
Da rast schon wieder irgendjemand davon, ey. Ja, natürlich kommt er hier auch mit 300 durch. Gar kein Ding. Gar keine Chance mehr wieder. Nur Zweiter. Belastend. Wieder verloren gegen einen Veneno Lambo Luis. Schade auch. So, bin ich jetzt näher ans Festival rangekommen oder wie sieht das jetzt hier aus? Nein, bin ich nicht. Ja. Ja gut, das größtenteils so geradeaus. Probieren wir es doch einfach mal hinzufahren. Ist ja nur geradeaus. In 400 Metern links abbiegen. Ja, mal rum ist Halle und dann war es das für heute. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, perfekt. Im also Kreisverkehr da oben. Die zweite Ausfahrt nehmen. Andermal. Vollgas. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt erreichen. Dann können wir uns nächste Folge vielleicht, wenn ich dran denke, das mit dem Königseck vornehmen, dass wir dann noch die letzte Aufgabe machen. Dass wir dann auch den Jesko haben. Und dann vielleicht mal so zurecht tunen. Ja, die ist jetzt unter der Brücke, machen wir ein andermal. Dass wir den dann so zurecht tunen, dass er dann vielleicht fahrbar ist. Ja, das 9-Gang-Getriebe muss weg. Das sind viel zu viele Gänge. Da würde eher so 7 mehr passen. Sieht schon echt geil aus von hier drinnen. Muss sagen. Ist ja ein Rennwagen. Oh, hier sind noch Lüfter. Oha. Boah. Doch, guck mal, sind wir schon da. Das geht schnell. Hast du dein Ziel erreicht? Willkommen in der Ruhmeshalle, Heim der größten Fahrer in der Geschichte Horizons. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft, aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Okay, jetzt haben wir hier die Ruhmeshallen-Bestenliste. Ich will dich ja nicht gleich wieder in den Wettbewerb schicken, aber im Gegensatz zu anderen Ruhmeshallen ist unsere gewertet. Du lässt diese anderen Namen doch nicht über deinem stehen, oder? Ja, will er mir vielleicht meinen anzeigen, oder wie sieht es jetzt hier aus? Weil er zeigt mir jetzt nicht, auf welchem Rang ich stehe. Ich bin aber unter den besten 15% scheinbar. Ja, da brauche ich ja eh nicht gucken, da werde ich nirgendwo dabei sein. Ich habe 1 Million Auszeichnungen. Wie viel habe ich denn? Kann ich die denn jetzt hier mal vergeben, oder? Nö. Ja, perfekt, Alter. Auch nicht gut gemacht. Ist nicht klar, wie... und so, ne? Was soll's? Das war's für diese Folge, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann weiter, hoffentlich mit dem Jesko. Den besorgen wir uns dann.
Immer noch nicht aufs Flugzeug fahren. Bei nächster Gelegenheit enden. Um diese Scheiße zu holen. Naja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.